unsere Aufgabe ist es, Windbohrflächen wieder kulturfähig zu machen. Diese Fläche wurde vor einem Jahr mit einem schweren Forstmulcher begradigt. Alle umgekippten Wurzeln wurden zerfräst oder zermulcht. Wir haben hier zwei Verfahren angewandt. Das erste ist ein finnischer Forstfluch, den wir uns organisiert haben und auf Dreipunkthydraulik umgebaut haben, den es so eigentlich nicht gibt. Das ist ein schnelles, preiswertes Verfahren. Der Sinn darin ist, den Oberboden herunterzuschälen, damit die Pflanze an den Mineralboden herankommt, um sofort ordentlich mit Wasser und Nährstoffen in Kontakt zu kommen. Hier handelt es sich um eine AWI-Streifenfräse. Das ist die größte Fräse, die AWI anbietet. 60 cm Arbeitsbreite und 30 cm tief. Hier ist der Vorteil, dass der Boden aufgelockert wird. Die Pflanze kann sofort mit der Wurzel in den lockeren Erdboden sich versuchen auszubreiten. Auf diesem Frässtreifen haben wir auch schon Eichelsaaten probiert, mit sehr gutem Erfolg. Es ist natürlich ein komplett anderes Arbeitsverfahren. Ich muss sehr langsam arbeiten. Der Kostensatz ist deswegen etwas höher als zu diesem Verfahren. Aber in unserer Gegend ist dieses Verfahren mit Streifenfräse, was die Förster am liebsten verwenden auf ihren Flächen. Man hat sogar in dem ersten Jahr durch die Breite des Frässtreifens teilweise die erste Kulturpflege eingespart und somit hatte man schon rund 2/3 der Kosten wieder rein.